Tja, also wieder bei Golden Sun. Beim letzten Mal haben wir hier in Xian, ja. Ja, uns ein bisschen umgeschaut und erfahren, dass da anscheinend wohl ein Städtchen weiter es ein paar Probleme gibt, zu dem es nicht da lang geht, wo ich gerade hingelaufen bin, weil wir von der Stadt aus nach Norden müssen. Upsala. Wieso habe ich... Habe ich mich nicht geheilt? Warum habe ich so viel PP verloren? Muss ich gleich mal gucken. Vielleicht latsche ich nochmal in die Stadt rein und heile mich eben. Ja. Wir haben mit den Leuten in Xian geredet. Anscheinend ist da wohl irgendwas im Epizentrum gelernt. Los. Und Kristallstaub bekommen. Sehr schön, haben wir das nächste Angriffsitem bekommen. Das bringt nur gegen den nächsten Boss nichts. Ich glaube, ich habe mich wirklich nicht geheilt. Ich habe nur mit den Leuten gelabert. Egal. Wir wollen weiter. Und die Xu... Xu war der Typ, dem es, der in Feizis Vision wohl nicht so toll ergangen ist. Und dementsprechend wollen wir mal gucken, was wir da so finden. Ich folge einfach dem Weg weiter und laufe in zwei Schattenhäupter. Da bin ich noch glatt geschockt. Oder der Gegner. Na, Garrett, schaffst du das? Nein. So. Bis nicht ausgereicht hat. Aber gut, wenn ich bedenke, mit wem ich da angegriffen habe. Na gut. So, wir sind hier am Bergpfad. Ja, die Seidenstraße. Felsen blockieren die Straße. War das dieser Akzent, den ich hier gegeben hatte? Meine Vision, sie wurde wahr. Xuxu. Gesundheit. Nein. Das hat keinen Sinn. Ich kann doch so Stimme nicht hören. Hier ist eine wunderschöne Pfütze. Die friere ich jetzt einfach mal ein. Warum? Das seht ihr gleich. So. Da wollen wir auch eben mal kurz einmal tauschen. Damit ich auch Wachstum einsetzen kann. So. Irgendwann, wenn wir mal ein bisschen herumtauschen... Allerspätestens, wenn wir alle Djinns haben. Dann kann man schön herumtauschen, um ein paar coole Kombinationen zu machen. So, ein Kraftbrot. Dieses Kraftbrot bekommt... muss Ivan. Damit er nicht mehr ständig am Sterben ist. Irgendwann, Ivan. Irgendwann. Überlebst noch mehr als zwei Angriffe. So, wir haben hier im Norden die Mine von Altin und im Westen den Lama-Tempel. Naja, da der Weg nach Westen abgesperrt ist, bleibt uns hier nur noch die Mine. Da oben, glaube ich, aber auch nichts weiter. Hier haben wir Altin. Ist ein bisschen unter Wasser. Wie schrecklich, mein Haus ist ganz und gar von Monsterspucke bedeckt. Bah. Bin froh, dass ich meinen allerersten Liebesbrief leben retten konnte. Aber was mit allen anderen Sachen? Wie können diese Kreaturen nur so viel Wasser speien? Fast scheint es, als würden sie die Luft in Wasser verwandeln. Nein, was soll ich tun, wenn alle meine Waren aufgeweicht sind? Wenn meine Ware nass sind, muss ich sie zuerst trocknen, bevor ich sie verkaufen kann. Ihr sagt bloß. Bist du zum ersten Mal in Altin? Ja. Bei uns sieht es aus wie bei einer Küstenstadt, oder? Ja. Dir entgeht auch nichts, was? Moment kurz. Hier ist ein bisschen Wasser. Moment. Früher hatte Altin nicht mal einen Brunnen. Wasserspeiende Monster haben das Dorf überflutet. Seid zum schlechtesten Zeitpunkt nach Altin gekommen. Ihr habt ganz schön Pech, wie? Da, wie man sieht. Erstmal hier die geheime Höhle erkunden. Und ein Psi-Kristall finden. Wer drückt die nochmal? Da, Ivan. Hier trägt Ivan den ganzen komischen Kram. So, selbst die Mine steht unter Wasser. Niemand kann sie betreten. Selbst der beherrteste Minenarbeiter kann in dieser Flut nicht viel anfangen. Das mag sein. So, hast du noch was zu sagen? Wenn wir die Monster besiegen können, würde auch das Wasser verschwinden. Wenn die Wassermessen die CO2 überfluten, steht bald das ganze Dorf unter Wasser. Zählt das doch nicht als ein komplettes Dorf unter Wasser, wenn alles hier unter Wasser ist? Krieg ich? Opa, geh weg. Opa, ich will nur den Stein... Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will das Grab untersuchen. Nein, geh weg. Irgendein dieser Gräber ist was. Ich weiß es. Ich kann es nur nicht besprechen. Okay, hier war doch nichts. Ich habe mich geirrt. Wir können das Monster, das diese
können das Wasser, diese Monsterspei nicht trinken können. Das ist ja eklig. Warum erstickt denn niemand diese Viecher? Würde ich auch nicht trinken wollen, die ganze Monsterspucke. Ach, diese Monster haben all dieses Wasser ausgespien. Es stinkt faulig. Das ist gut zu wissen. Wusste ich gar nicht, dass es stinkt. Da sieht man, wie sehr ich mit den ganzen Leuten hier rede. Es ist zwar ein bisschen feucht, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Wir haben nochmal Schwein gehabt. Oh. Einige gute Menschen wurden durch diese Flut verletzt. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben, dieser ganze Satz von dem. Wir werden das über die stehen, aber ich fürchte, das Dorf ist hinüber. Was haben wir hier? Altin, die Minenstadt. Laut diesem Buch sind die Minen von Altin wegen ihrer Edelsteine bekannt. Okay. Das ist schön. So, ich würde alles dafür geben, wenn jemand Altin wieder in seinem alten Glanz erstrahlen ließe. Scheint noch sehr jung zu sein, aber wenn ihr wahre Krieger seid, dann helft uns bitte. Und was ist das alles, was du mir dafür geben wirst? Ich weiß, sie sehen nicht so stark aus, aber sie sind Krieger. Vielleicht können sie uns helfen. Woher weiß sie, dass wir Krieger sind? Sucht ihr nach Waffen? Jo. Ich verkaufe euch, was ihr wollt, sobald das Wasser zurückgegangen ist. Womit haben wir nur dieses Schicksal verdient? Achso, das ist der Waffenhändler. So sagen. Ich koche aus Xian. Ich koche gutes Essen. Iss auf! Okay. Meine Kochkunst ist berühmt. Berühmt, ja. Wobei, kann man das Wort berühmt sogar wirklich verwenden? Nach dem Motto, da ist Ruhm dran? Oder so? Jemand von uns kann nach Hause gehen. Ja. Großteil des Dorfes ist immer noch überschwemmt. Was hast du da noch gesagt? Ah, es wird ein bisschen Zeit vergehen, bis Altin wieder so wird wie früher. Ist lange her, seit ich eine Pause von der Hausarbeit hatte. Ja, jetzt musst du jetzt deine Wohnung nicht mehr putzen. Ich bin ein komischer Kauz, danke. So, Seidenstraße und ich hasse es einfach noch herumzusitzen. Ich will nach Hause. Ich glaube, sie möchte weiter putzen. Das ist verdächtig. Da ist nichts drin. Schade. Ist der verdächtig? Auch nicht. So, da haben sie komplett ruiniert. Ja. Auf nach Tolby. Schön. Du wirst Alte nie verlassen. Das wäre ja verrückt. Schön, dass die eine sagt, sie will nach Tolby und die andere so, nach Tolby ziehen, du Verrückte. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Monster und bringen wir ein paar Banierenbrei. Alte litt immer unter Wassermangel, jetzt ist alles überflutet. Wenn das so um Wasser geht, haben wir wohl nur Pech. Ich würde aber dieses Wasser jetzt auch nicht trinken wollen. Der Laden ist abgesoffen. Ja, alles rostet dahin. Hi. Bye. Verfolgen wir das Ding nochmal in die Berge von Altin rein. Oh, sei doch nicht so lahm. Oh. Er kann Frost einsetzen. Offensichtlich ein Wassermonster. Ich gehe mir nebenbei meinen Kaffee machen und trinke den Kaffee und spucke ihn wieder aus, weil ich keinen Kaffee mag. Bis das Monster dafür mal fertig ist. Wahrscheinlich könnte ich nebenbei noch, keine Ahnung, ein Haus bauen. Ah, es ist fertig. Haus fertig. So. Und er hüpft einfach weiter weg. Im Schneckentempo. Oder im Sprungtempo. Monstertempo. Lahmes Tempo auf jeden Fall. Und jetzt ignoriert er mich und spuckt weiter Wasser. Okay. Das habe ich jetzt auch verstanden. Das nehme ich jetzt persönlich. So, eine lebende Statue erscheint. Hi. Hauen wir einfach mal drauf und gucken mal, was so für einen Schaden wir machen. Ja. Sie macht nicht so viel Schaden, das ist okay. Dann hauen wir weiter drauf. Vielleicht habe ich das Glück und schocke ihn. Also geschockt habe ich ihn, nur paralysiert habe ich ihn nicht. Oder gelähmt. Wassersägen. Wassersägen? Fast. Wassersägen. Das sind keine Sägen aus Wasser, die er nach mir schießt. Sache ist, die kann man durch das Psynergiesiegel, glaube ich, nicht blockieren, weil das keine nicht als Psynergie zählt, sondern als Fähigkeit. Sehen wir es mal so, wie die Feuerball gelernt. Wie dieses Aufheulen meiner Waffen. Yay, wir haben einen Eiskristall bekommen. Prinzipiell würde ich die jetzt einfach mir geben. Ich werde es auch machen. Es bringt nur nichts, weil mir eh Frost kann. Zumindest in ihrer aktuellen Klasse. Aber
theoretisch kann jetzt jeder auch Frost lernen. Kann ganz praktisch sein. Wo wir gerade dabei sind. Heil mal einmal, wobei, ich gehe jetzt wieder raus. Ich kann oben im Gasthaus mich nochmal heilen. Kann eigentlich Monster hier drin? Ich gar nicht drauf geachtet. Jedenfalls haben wir das Wasser wieder abgelassen. Der Stadt geht es gut. Oh, wait. Noch nicht ganz. Wir haben zumindest ein bisschen was von dem Wasser zurückgedrängt, aber es ist noch nicht alles. Sprich, wir müssen da noch ein paar mehr lebende Statuen besiegen. So. Und wieder weg. Können eigentlich prinzipiell danach sehen, ein Monster hat es jetzt um eine Ebene abgesenkt, das heißt, mindestens zwei Monster haben wir wahrscheinlich noch. Das Wasser ist in diesem Bereich abgeflossen. Ich frage mich, ob die Löcher in den Minen daran schuld sind. Oder ich. So, vielleicht werden bald alle Monster verschwunden sein. Na guck mal, immerhin ein Haus ist wieder bewohnbar. Mehr oder weniger. Das Monster, das sich angerichtet hat. Hier, du willst ein ordentliches Ding verpassen. Okay. Schlag nicht. Moment, mal kurz von vorne. Ich mache nur Spaß. Ich bin gegen jegliche Gewalt. Ein Schlag ist nicht genug. Stoß, Stoß, Haken und dann folgt ein Uppercut. Okay. Das Katzenhaus ist nass. Wie viel Arbeit kostet das Haus wieder in Form zu bringen? Aber nein, sie ist gegen jegliche Gewalt. Sie würde dem Monster keinen Uppercut geben. Das hat sie nur so gesagt. Keiner meiner Waren ist beschäftigt? Fast beschädigt. Ein paar Sachen sind feucht. Was hast du am Ende noch gesagt? Naja, so ein paar, keine Ahnung. So ein Lebenswasser, wo vielleicht noch ein bisschen Monsterwasser drin ist. Was kann da schon schief gehen? Was hast du eigentlich noch zu sagen? Es geschah nach der unheimlichen Nacht, als die Edelsteine vom Himmel fielen. Zu dieser Zeit erschienen die wasserspeienden Bestien in den Minen. Bitte rette all die hilflosen Menschen, Altin. Irgendwie ist immer die komischen Edelsteine, die vom Himmel fielen, an allem schuld. So, weiter durch die Berge. Ich gehe mal zuerst nach rechts. Da ist ein Monster. Na gut, ist nur Grabgesang. Wir haben aber zwei normale Angriffe, reichen da nicht aus. Zwei aufholende Angriffe war dafür wahrscheinlich schon, ja. Jetzt richtig oder bin ich jetzt hier falsch? Ich gucke noch mal kurz oben links, was in dem Gang ist. Hier ist eine Sackgasse, perfekt. Da gehen wir dann wahrscheinlich später hin, wenn das Wasser wieder ein bisschen abgelassen wurde. So, wir können mal mit ein bisschen was Neues zeigen. Epizentrum, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kann 7 Gegner treffen, sprich Mitte plus 3 auf beiden Seiten. Du hast Feuerball gelernt, das kann 5 Gegner treffen. Du hast nichts Neues und du hast auch nichts Neues. Die dürfen aber, glaube ich, auch recht bald mal was Neues lernen. Im Endeffekt ist es nichts anderes als Beben, nur halt in einer stärkeren Variante. Ich sag's doch, ne? Müsste bald was Neues lernen. Zack, Sturmblitz gelernt. Kann ich dann auch im nächsten Kampf mal zeigen. Zusätzlich zum Feuerball, den ich noch zeigen wollte. So. Sturmblitz. Na komm, greif auf einmal nochmal an, einfach noch. Macht der mehr Schaden als Plasma? 66, 81, habe ich jetzt gesehen. Ja, super. Da haut er einfach ab. Hier, frisst ein paar Feuerbälle. Wenn da nochmal solche Ratten kommen, kann ich nochmal schauen, ob es mehr oder weniger Schaden macht. Ja, KP ist noch okay. Eine Sackgasse. Eine wunderschöne Sackgasse. Und da haben wir eine kleine Tarantel. Probieren wir es einfach mal aus. So, Sturmblitz auf die Tarantel. Macht 87 Schaden. Und Plasma. Macht 61. Sturmblitz ist sogar wirklich stärker. Gut, kostet auch ein bisschen mehr. 2 pp. Aber trotzdem. So, ich höre schon den nächsten Kampf und auch die nächsten Gegner. So. Brauchst eh deine PP nicht.
Sache ist, habe ich jetzt den ganz am Rand eigentlich ein paar Mal erwischt? Ja, habe ich, okay. Und dann kriegt er noch eine Tundra ab und alles gut. So, wo finden wir jetzt den Weg? Da haben wir schon mal die nächste Wasserstatue. Und dieser Weg ist mit Sicherheit falsch, den ich hier gerade gehe. Ich würde sagen, ich springe einfach in diese Lore. Lore? Doch, Lore. Heißt die nicht Lore? Bin mir gar nicht mal sicher, aber die beiden doch, die heißen Loren. Links ist nicht so geil. Nehmen wir rechts. Was macht der Affe eigentlich hier drin? Also ein Affen im Wald kann ich ja verstehen, aber ein Affe in der Mine? So ein teilendes Vieh. Du machst den Affen tot. Du haust einen Feuerball raus. Du machst da was drauf. Du so. Ja, cool. Perfekt, sogar gelähmt. Der Affe lebt ja immer noch. Und Garrett auch noch vergiftet. Meine Güte. Sehr ausdauernde Gegner. Und einfach mal gesehen, was passiert, wenn man vergiftet ist. Man nimmt logischerweise Schaden. Wie wahrscheinlich in jedem Spiel, in dem man vergiftet werden kann. Gibt es ein Spiel, in dem man vergiftet werden kann, wo Gift dann was ganz anderes macht? So, wenn ich das richtig sehe, ist rechts wahrscheinlich auch nichts weiter. Kann ich? Ich habe noch eine Feder. Ich möchte mich jetzt mal kurz in diesem Raum jetzt umschauen, ohne 30 Mal angegriffen zu werden. Dementsprechend lasst mich kurz mal gucken, was da unten ist. Dem Gegner können wir gleich noch kämpfen. Wahrscheinlich ist da unten jetzt der richtige Weg. Oder einfach... gar nichts. Da der richtige Weg, okay. Da müssen wir dann wahrscheinlich hin, wenn wir dann das Wasser abgelassen haben. Dann nochmal in die Lore rein. Ein paar Mal um die Ecke fahren. Worüber hopsen. Und raus. Hi. Lebende Statue Nummer 2. Wir hauen einfach weiter drauf. Das hat 3-4 Runden gedauert. Dann war das Ding down. Ich sag mal 4 Runden. Schön, dass keine Waffen aufheulen. Oh, perfekt, auch noch gelähmt. Na, noch ein bisschen Energie versiegeln. So. Für den Fall, dass er noch ein bisschen überlebt. Wahrscheinlich denke ich, das kriegt das nicht mehr. Wollte ihn eigentlich mit dem Feuer-Gin besiegen. Um zu gucken, ob da... gut, nicht nur um zu gucken, aber koche ich auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte und mehr Geld. Aber gut, war jetzt auch nicht so wichtig. Hat er? Ja, dann ein bisschen Schaden gemacht. So. Dann können wir noch tiefer in die Höhle rein. So. Haben wir noch irgendwas? Okay, wir können nicht noch tiefer rein, weil da kann ich erst später hin. Dann merken wir uns das und gehen mal mit Rückzug nochmal raus. Da der nächste Gang ja recht am Anfang war. Haben wir irgendwas bewirkt? Ja, ein kleines bisschen ist wieder zurückgegangen. Der Rüstungsladen schon mal. Das am besten sehen, genauso wie Altins Wächterstatuen. Ob sich die Statuen in diese Monster verwandelt haben? Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass unsere Wächterstatue aussah, als hätte sie Wasser gespien. So, guck mal, jetzt sind die alten beiden auch wieder zurück. Seid nicht zu grob mit diesen Bestien. Was? Sie sind aber grob zu uns. Versucht ihr westlich durch die Berge zu kommen? Es sollte einen Pfad geben, der vom Grund der Mine nach Westen führt. Gut zu wissen. Okay. Dann holen wir uns vielleicht noch ein paar Rüstungen. Na, wenn du irgendwas im Angebot hast. Nur das Seidenkleid, was mir nichts bringt. Ein Kettenhemd. Boah. Die Psi-Rüstung wird sicher aber für die Adeptenkleider. Na komm. Was haben wir noch? Die Seidenrobe. 2 Verteidigungspunkte. Federhandschuhe. Ja, die sind gut. Die nehme ich.
Und der zweite auch noch oben drauf. Ne, so ein Armreif, einen Eisenhelm haben wir noch gar nicht. Oh. Warum habe ich den gar nicht geholt? Da noch einen zweiten Eisenhelm hier hinterher. Da haben wir noch einen Silberreif. Die habe ich schon. Das heißt, was ich jetzt noch nehmen könnte, wenn es Zeitrobe, für die ich nicht genug Geld habe. Okay. Dann hoffe ich, dass ich gleich noch ein bisschen Geld über habe, um mir noch eine Waffe zu kaufen. Moment. Das kannst du noch haben. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann den zweiten Teil der Höhle an. Da haben wir ja recht am Anfang ja gesehen, dass man da an einer Stelle noch weitergehen konnte. Aber ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.